Lizenziert bei Nintendo. Und Intro. Capcom. Umbrella. Ein Shooter tritt eine Dose. Maschinengewehr, Zombie, Claire. Explosiv, Polizeiauto, Waffe. Blonde Frau, Monster, Töten, Auge. Resident Evil 2. Und somit ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil 2 mit einer Fortführung von dem nächsten Szenario, nämlich Claire B. Gut, Loading Claire Story. Ich muss eigentlich gar nicht viel erwähnen, ne? Weil das ist ja jetzt hier mittlerweile schon das vierte und somit letzte Szenario, das wir machen von diesem Spiel. Ich muss nicht viel sagen, wir machen einfach das, was wir immer gemacht haben, nämlich einfach Zombies umbringen und hier das letzte Szenario durchstehen und quasi überleben. Das Einzige, was ich anders machen werde, ist Folgendes. Ich habe mir überlegt, dass ich nichts, keine Munition, rein gar nichts, kein Farbband, gar nichts, einfach nichts aufheben werde, weil... Abgesehen von Schlüssel natürlich, weil die braucht man ja. Aber sonst wirklich nichts. Keine Waffen, nichts. Bis wir beim Bis ich beim Polizeirevier bin. So, jetzt habe ich es aber. War eh überhaupt nicht spät und so, ne? Ne, ist ja ganz klar. Gut, weil dort gibt es dann einen Mega-Zombie namens Brad. Und diesen Brad werden wir dann umbringen und der droppt dann einen schönen Schlüssel für uns. Und diesen Schlüssel können wir dann verwenden, um ein neues Outfit zu bekommen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das verwenden muss, aber ist ja auch scheißegal. Wir werden jetzt hier mal laden. Das werden wir ja alles noch sehen. So, Claire B, bitte. Ich musste Leon A nochmal offscreen durchzocken. Das Intro braucht man sich gar nicht erst anhören, weil ich hatte schon eine Fehleraufnahme, Leute. Und von daher, das Intro ist wirklich komplett gleich, also es gibt keinen Unterschied, von daher überspringe ich es gleich mal. Gut, los geht's. Lalalalala. Wie gesagt, nichts aufheben. Das wird schwierig für mich. Ach ja, wieso überhaupt die Aufnahme fehlt, weil ich habe was aufgehoben, deswegen war die Aufnahme fehl. Und das kannst du dann nicht mehr rückgängig machen, deswegen habe ich mir gedacht, ach, start ist gleich komplett neu. So. Das dürfen wir aufheben, das ist ja ein Schlüssel, den müssen wir ja, weil sonst kann man ja da gar nicht... So. Ja, am Anfang zickt die Musik, das kennt er ja schon. Gut, sonst können wir ja da nicht durch, also quasi... Komplett richtig, was ich da mache. Das darf ich aufheben. Gut, hier habe ich den Fehler gemacht. Ich habe unabsichtlich die Munition aufgehoben. Eigentlich nicht unabsichtlich, ich war es. What the fuck? Habt ihr das gehört? Ist ja voll krass. Auf den Kopfhörern hört sich das vor allem richtig krass an. Also, bin beeindruckt, wie schöne Soundeffekte die damals schon hatten. Obwohl das so extrem alt schon ist. Ach, hör auf. Ja, komm, geh weg von der Treppe. So, und wir sind oben. Ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ob bei ihr auch jetzt eine Cutscene kommt. Tatsache. Damit wird jetzt dieser Polizeichef da, ja, das haben wir schon gesehen im vorherigen Szenario. Ich überspringe das mal. Das macht das Projekt auch um einiges kürzer. Aber wozu immer Cutscenes ansehen, die wir schon so oft gesehen haben, das bringt ja nichts. Gut, dann da nochmal durch. Und euch mag das jetzt vielleicht ein bisschen wie ein Speedrun vorkommen und das stimmt auch so zum Teil. Nein, nicht aufnehmen, nicht aufheben, nicht aufheben. No, 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 no. Gut, ich hab's nur berührt, aber nicht aufgehoben. Wo wir hin müssen, ist folgendermaßen, ich sag's euch gleich. Ich will da jetzt hin, nämlich. Ich glaube, da ist jetzt ein Licker hinter dieser Tür. Ja. Schneller durch. Das ist zwar ziemlich riskant, das Ganze, aber mal schauen. Das Ganze kommt euch, wie gesagt, wie ein Speedrun vor. Ist es auch zum Teil. Ich versuche zumindest einen zu machen. Ich bin natürlich bei weitem nicht so gut wie andere. Da gibt es ja welche, die schaffen das Ganze spielen in 58 Minuten, habe ich mir sogar mal angeguckt. Den kompletten Speedrun habe ich mir angeguckt. Wirklich genial.
der Typ weiß alles auswendig und das ist richtig imber. Ich gucke mir generell sehr, sehr gerne Speedruns an, falls euch das interessiert. Ich liebe das, weil das einfach richtig faszinierend ist, wie schnell man doch ein Spiel durchspielen kann. Auch von Dead Space habe ich mir diverse Speedruns angeguckt. Ach du Scheiße, was liegt da denn? Sieht aus wie eine Schrotflinte, ne? So, dadurch. Ich hoffe, dass jetzt auch der Brad da wirklich da ist, ne? Wenn nicht, bin ich schon voll enttäuscht. Aber ich denke mal schon, dass er da ist. Weil wir haben ja wirklich nichts aufgehoben. Lolle. Die Drecksau ist nicht da. Fragt mich nicht wieso. Ich habe wirklich nichts aufgehoben. Habt ihr ja gesehen. Oder es geht nur im A-Szenario. Das kann auch sein. Da ist er auch nicht. Nee, der ist nicht da. Ach, fick dich. Weißt du, was jetzt im Weg wird? Dieses Gebüsch da. Ja, ist ja voll logisch natürlich. Sie kann nicht durch ein Gebüsch, ist ganz klar. Na, ja, ist ja voll logisch. Okay, gut. Starten wir jetzt richtig mal hier. Das heißt, wir können jetzt wieder einsammeln. Ja, was soll's. Auf jeden Fall, wenn ihr das selber spielt. Ich glaube, das geht nur im A-Szenario. Einfach nichts aufheben, bis ihr beim Polizeirevier seid. Und dann da unten, wo ich gerade nachgeguckt habe, ist er dann, dieser Brad. Ich glaube, das ist ja alles noch zu. Ja, das ist alles noch elektronisch verschlossen. Das heißt, auch hier ist alles elektronisch verschlossen. Und Moment, ich heb mal gleich die Schrotflinte auf, die da so schön rumliegt. Das ist keine Schrotflinte, das ist ein Granatenwerfer. Gut, dann gleich mal hier schön speichern. Zack, zack, zack. So, perfekt. Gut, was machen wir jetzt überhaupt? Die ist zu. Da hoch. Ja, da hoch. Was sonst? Unten ist ja alles zu. Da kann man gar nichts machen, das ist ja das Problem. So, ist ja Wahnsinn, wie oft ich hier schon jetzt Resident Evil für euch durchspiele. Und für mich natürlich auch. Ich gehe doch in die andere Richtung. Wir spielen das hier jetzt zum vierten Mal schon. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, obwohl es das vierte Mal ist, macht es immer noch Spaß. Das ist unglaublich. Ich kapiere das gerade gar nicht, aber es ist so. Es ist halt so. Ich finde das Spiel richtig genial. Obwohl ich mich manchmal wirklich extrem aufrege und das Spiel dann wirklich so dermaßen runtermache. Und später tut es mir dann eben meist leid. Naja, leid kann man nicht sagen, aber ich weiß, dass ich eigentlich scheiße gelabert habe und es eigentlich ja nicht so ist, ne? Gut, hier können wir wieder das Farbband reintun. Und das Messer auch. Gut, dann kümmern wir uns mal gleich mal um die Licker da draußen. Die braucht kein Mensch. Ist zwar ein bisschen Munitionverschwendung, aber was soll's. Ja, nee, ist klar. Wow, ein Schuss, das... Wow. Wow, Claire, du bist gar nicht verletzt? What the fuck, wie gut bist du denn drauf? Gut, weiter geht's. Was wollte ich denn überhaupt anmerken? Genau, ich werde direkt nach Resi 2, Resi 3 starten. Und zwar eben Hard Mode. Aus dem folgenden Grund, dass in Resident Evil 3 nur den Easy und den Hard Mode gibt. Und Easy Mode wäre einfach zu langweilig, das ist nämlich zu leicht. Und dann habe ich mir überlegt, mach's der Hard Mode. Das wird natürlich extrem schwer und vor allem auch sehr anspruchsvoll, da es ja in diesem Teil den Nemesis gibt. Der ist ja so ein bisschen wie der Mr. X, nur ich finde meiner Meinung nach einen Tick stärker. Was heißt einen Tick stärker? Um einiges stärker sogar. Und der ist auch richtig heftig und da werden wir uns richtig durchprügeln quasi. Resident Evil 3 werde ich aber auf dem PC spielen, also PC-Version. Das hat den Grund, dass die Gamecube-Version, also auf dem Gamecube-Emulator, total buggy ist, also viel zu viel Grafik-Bugs und alles. Total nicht genießbar und alles. Und auf dem PlayStation 1-Emulator klappt es gar nicht, da lässt sich nicht emulieren, was soll's. Habe ich es mir jetzt auf PC geholt und voilà, es läuft 1A und das ist ja auch das Wichtigste. Gut.
Ja, spring mir ans, ans Fuß, ja, ist natürlich gutes Deutsch. Spring mir an den Fuß, Alter. Du dreckiger Schwuchtel. Na komm, steh auf, dreckiger Bastard, ey. Stirb, du dreckige Sau, ey. So, ich hasse nämlich Zombies, ich finde die übelst langweilig. Aber dennoch werfen sie sich manchmal wie so Spasten an dein Bein. Oder machen andere doofe Dinge, die du dann voll nicht abkannst. Und ich bin einer davon, der das voll nicht abkann. Gut. Hier kenne ich den Code immer noch auswendig. 2, 2, 3 und 6. Perfekto. Und was haben wir schönes drin? Säuregranaten und eine Karte, die kein Mensch braucht. Gut. Ja, danke Kameraperspektive. Ja, ist klar. Drecksteil. Gut, dann würde ich Folgendes machen. So. Weil da draußen sind jetzt sowieso ein Haufen von voller Zombies. Die werden wir gleich mal wegballern, die Dreckschweine. Da sind sie ja. Ja, danke, jetzt beißt mich wieder der andere. Und der andere auch gleich wahrscheinlich. Tatsache. Lol, ey. Gleich auf Gefahr. Ja, das ist ja das, was ich meine, Leute. Ja, ist so klar, ist so klar. Ach Mensch, Leute, ist das unlogisch manchmal, das Spiel. Aber es ist ja auch sauer alt, deswegen gibt es hier auch 10.000 Grafikbugs und alles, was weiß ich. Hat man ja gesehen, du schießt drauf, hast ihn eigentlich getroffen, aber es passiert gar nichts. Das ist halt das, was ich meine. Was mich da manchmal aufregt, aber ich vergesse auch manchmal einfach, wie alt dieses Spiel ist und das darf man eben nicht vergessen. Ne? Das ist eben so. Das finde ich übrigens saugeil, dass hier im B-Szenario keine Zombies gibt, weil die sind übelst nervig. Ich hasse Zombies. Das nehme ich mit. Wir haben echt viel Schaden bisher eingesteckt, muss ich sagen, und auch extrem viel Munition verbraucht. Das liegt eigentlich daran, dass ich hier ziemlich auf Speed spiele. Da es einerseits ja schon das vierte Mal ist, dass wir es durchspielen und da oben Licker sitzt. Na komm runter, ich weiß ja, dass du da bist. Boah, das war knapp, Leute. Der wollte gerade seinen Mega-Angriff machen, nenne ich es jetzt mal. Lol, what the fuck, wie scheiße ist das denn? Da ist ja gar nichts. Ach ja, genau, im B-Szenario liegt da ja nur Munition da hinten. Stimmt. Gut. Aber ich kapiere es gerade gar nicht so. Im Klärszenario B ist ja wirklich um einiges wieder mal anders. Das war jetzt gerade nicht deutsch, aber egal. Hier ist wirklich sehr, sehr vieles gerade anders. Unglaublich. Und warum das so ist, weiß ich wieder mal nicht. Keinen Schimmer, Leute. Es ist schon sehr viel anders als das Leon B. Ach Mensch, jetzt habe ich das von der anderen Seite entriegelt. Ich frage mich gerade, Moment, ob eigentlich oben links auch zu ist, aber ich denke ja. Ja, natürlich ist oben. Moment mal. Ich habe ja das Rad, ich kann ja schon längst das Feuer löschen. Ich bin manchmal so doof. Und von wegen Speedrun dann, ne? Also, wenn man so doof ist wie ich und alles vergisst. Aber das werden wir ja jetzt ändern. Jetzt werden wir richtig Gas geben. Ich freue mich schon richtig auf Resident Evil 3, auch wenn es mein sicherer Tod ist. Da ich sicher so ablosen werde. Aber was soll's. Und wenn ich Resi 3 dann habe,
kommt Reise 4. Wow, auf das freue ich mich ja schon so mega, Leute.